Hallo ihr Lieben. Hört ihr das? Nichts. Wir sind gerade angekommen in Ungarn, in unserer Pension. Und es ist so schön ruhig hier. Oh, herrlich. Ich wollte euch einmal unser Zimmer zeigen, bevor wir da alles einräumen, denn das sind kleine Zimmer und wenn hier die Sachen dran sind, dann sieht das immer so unordentlich aus. Das sind kleine Chaoten, deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Also hier kommt man rein, das ist hier die Eingangstür und dann hat man hier so einen Flur. Dann ist hier rechts unser Schlafzimmer, also Bernd und meins. Hier hat man noch ein kleines Fenster mit Fliegengitter, also man kann nachts auch das Fenster auflassen. Ja, Nachtschränkchen, Nachtlampen. Sehr minimalistisch, aber für uns reicht das, wir haben keine großen Ansprüche. Und hier ist dann das Kinderzimmer. Hier ist auch so eine Truhe und auch ein Fenster. Kann man auch den Vorhang zuziehen, wenn man möchte. Die Holzdecken sind weiß gestrichen. Und hier ist dann das Badezimmer. So. Ja, alles, was man braucht, ist da, wie man sieht. Und wir räumen jetzt das Auto aus und ich verabschiede mich für heute, aber wir sehen uns morgen früh wieder. Hallo meine Lieben, wir haben jetzt schon die Nacht verbracht und es ist jetzt schon mittags. Wir waren schon einkaufen, wir haben Großeinkauf gemacht. Wir haben nicht alles bekommen, was wir wollten. Wir haben kein Schlauchboot bekommen. Wir wollten so eins holen mit Paddeln, um auf dem Balaton ein bisschen rumzupaddeln. Das gab es leider nicht. Und so eine Rutschmatte, wie wir sie haben wollen, für die Kinder gab es auch nicht. Da müssen wir noch mal schauen. Ich gehe auch gleich mit euch mal in die Küche und zeige euch hier die Küche von unserer Pension. Wir sind heute Abend zum Grillen eingeladen. Da gehen wir nachher hin. Gleich fahren wir noch zu unserem Haus. Und da müssen wir ja den Koffer abholen. Das habe ich euch schon im letzten Video erzählt, dass wir hier im Urlaub, als wir letztes Mal hier waren, einen Koffer im Schuppen gelassen haben. Den haben wir da so aufgehangen an einem Haken, dass da nicht Ratten oder so dran kommen. Und Liegestühle hatten wir uns ja auch im letzten Urlaub schon geholt, die immer hier bleiben und die sind auch in dem Schuppen und das holen wir gleich alles hier hin. Ja, und dann wollten wir etwas die Sonne genießen und den Einkauf jetzt auspacken und alles vorbereiten für heute Abend, wenn wir zum Grillen eingeladen sind. Und jetzt gehe ich mal mit euch in die Küche. Also diese Pension ist ja wunderschön. Wir sind jetzt schon zum vierten Mal, glaube ich, hier. Aber wir haben leichte Probleme. Ich zeige euch das mal. Hallo! Was hast du gemacht? Ich filme gerade. Wo soll ich das hinstellen? Die Müll schon alles? Warum ist ein anderer Mensch? Das mag ich gar nicht. Ja, also wie ihr schon sehen könnt, ist hier halt eine Party oder so heute Abend. Oder so, wir wissen es nicht. Es ist alles voll, alle Kühlschränke sind voll. Und ich will die Brocken hier hinlegen. Ja, weiß ich auch nicht. Komm gleich. Wie ihr seht, es sind alle Kühlschränke voll und wir wissen gar nicht, wohin mit unseren Sachen. Probleme, Probleme. Jetzt kochen wir uns gerade einen Kaffee, den wir gleich schön schlürfen können. So. Ja, sollen wir das dann
man alles mit ins Zimmer nehmen, damit wir es auch nicht aufguckt, dass wir uns immer hin und her rollen. Die Möhren einmal reinpacken unten. Was mit den Pfirsichen? Kann ich die? Die Nektarinen, ja, leg doch da in die Schale rein, sonst irgendeine. Im Kühlschrank haben wir jetzt keinen Platz mehr. Guck mal, ein bisschen müsste noch sein. Ja. Die Kartoffeln im Sack lassen. Ja. Und Zwiebeln da drunter, fast ja. Hab ich auch die Erbsen Möhren gebraucht, ne? Ja. Und die Mais und Hütchen. Ich verstehe schon. Hier ist auch noch ein Kühlschrank, aber der ist halt auch voll. Da unten sind jetzt unsere Sachen und hier oben, es sieht halt alles sehr partymäßig aus. Ich glaube, hier geht heute Abend die Luzi ab in der Pension. Pension. Ja, jetzt wissen wir nicht, wohin mit den ganzen Sachen, dass wir hier keinem im Weg sind. Doof. Wir haben schöne 32 Grad und wir haben uns eine riesen Wassermelone geholt. Also wir haben jetzt gerade beim Einkaufen ungefähr 250 Euro ausgegeben, aber wir haben echt alles gekauft. Also alles. Ganz viel. Wir haben zum Beispiel eine ganze Lage Kidneybohnen, eine ganze Lage Mais und so, weil das essen wir richtig viel und dann nehmen wir halt auch viel davon mit. Also wir haben etwas länger hier diesmal. Sogar Kellogg's gibt's hier. Wenn die Leute hier stehen haben, hinterher ist hier eine Feier besoffener, pissen da rein oder so. Jau. Ja, weißt du nicht, was das für Menschen sind? Auch der morgen frisch, ist ja keine Arbeit. Ist ja nur zusammengebunden, warm machen, fertig. Ich würde die alten Putzschwämme hier alle wegschmeißen. Ja, die sind so ekelig. Hau alle in die Tonne. Uah. Wir haben alles Frische geholt. Ja. Boah, sogar mal die Geputzschwämme. Ich hasse das irgendwie so. Das macht der Arme. Das ist cool, da kann man nicht mehr Ruhe, nehme ich auch gar. Ja. Ach, Calvino spielt schon Ping-Pong. Ping-Pong. Mais, wo kann kommt der hin? Ich kann die Klappe hochschalten, hochklappen, damit er alleine spielen kann. Ach so, wenn das geht. Ja, klar. Ja. Also so ist die Küche ja echt wunderbar. Hier ist schön groß. Aber wenn man halt nicht weiß, ob man hier Leuten eventuell heute Abend im Weg ist, ist es echt doof. Naja, egal. Hey, I wish you could see yourself. Sitting there on my chair, I'm staring at you. Ich habe mal so einen Badreiniger mitgenommen, weil ich nicht weiß, ob die hier in der Pension putzen. Wenn wir 2 Wochen hier sind, dann möchte ich das Klo gerne ab und zu selber putzen. Die kommt auch in den Kühlschrank, die Barbecue-Soße? Wenn sie offen ist, ja. Das wäre ja noch nicht. Wir wollten noch die Sausage rausholen, ne? Ja. Dann packen wir die rein. Hallo, Folie, hallo. Ja, ist im Schuppen alles. Da ist Alufolie. Hast du schon Eis gemacht? Ja, alles von jedem bisschen was. Ja. Soll ich dann die Packung mit ins Zimmer nehmen? Ja, das heißt das. Das kommt alles mit ins Zimmer. Ich wollte noch erzählen, dass ich das toll fand gestern, dass man hier einfach, wir konnten einfach hier hinkommen und der Schlüssel hat gesteckt in der Pension. Dass hier keiner so auf. Auf dem Land. Auch so haben sie gesagt, man braucht nicht abschließen, passiert unglaublich, nichts. Unglaublich, ja. Was hat er? Will er nicht die Schuhe? Doch, aber er möchte keine Socken anziehen. Muss er ja nicht. Ja. Aber ich würde keine Schuhe ohne Socken ich so anziehen. Auch nicht mehr. Ich will meine Latschen mal wieder an. Ich habe ja auch schon wieder alles wund hier. Ja. Von den Klungs. Von den Klungs. Ja, glaube ich. Da auch. Ja. Und hier vorne. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ruhe, ne? Mhm. Wann fahren wir zu Hause? Keine Ahnung. Hm? Gleich. Show you more.
wir sind jetzt bei uns im Haus. Das erste Mal. Hier ist der Schlüssel oder die Schlüssel. Weil wir haben eine neue Haustür bekommen und deswegen haben wir neue Schlüssel bekommen. Hier ist der Brunnen. Ach, der Deckel ist schon drauf auf dem Hauswasserwerk. Fensterfront. Ja, sieht doch toll aus, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Zeig, lass mal die Temperatur im Keller gucken. Wolltest du mitnehmen? Auf das Thermometer. Da siehst du. Wollte mal in den Keller reingehen? Dann nehmen wir uns mit auf die Reise. Dann geh ich auch mit. Wir gehen alle in den Keller. Hier ist wenigstens schön kühl. Ja. Wir haben 16 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit. Du hast gerade aufgelegt, muss ich nochmal sagen. Ich habe auch falsche Knöpfe. Ja, das war jetzt wärmer, weil die Tür auf war. Ach, guck mal, hier ist noch unsere alte Tür. Ja, Türi. Und da haben sie alles zugemacht, den Durchgang. Ja, wow, nicht reinfallen in den Brunnen. Ja, wir testen das jetzt. Ja, Brunnenwasser für 500 Euro. Ja, aber gut, da haben wir eine vernünftige Pumpe. Die Pumpe kostet ja in Deutschland 10 Euro weniger bei Amazon. Nein, die werden rot noch, die sind nicht reif. Haben wir die schon bezahlt? Nein. Ja, die sind ja von Mr. X. Und das sind noch unsere. Ja. Ja, aber wir wollten ja eh noch den decken. Von daher, dann können wir den Schuppen damit noch decken. Aua. Und dahinter sind die ganzen alten Dachziegel. Da oben möchte ich mal hin. Irgendwann. Das wäre voll cool, wenn wir den Schuppen hier als Ferienhaus machen würden. Das geht bestimmt. Voll schön. Da oben dann das Schlafzimmer. Hast du da mal gerade da, ohne Voranmeldung? Ja, der stand doch hier. Stand ein Auto, als wir hier vorbeigefahren sind zum Koop. Ja, sollen wir Köfferchen holen? Ja. Dann hol ich jetzt Körperchen. Ich wollte eigentlich einen kleinen Rundgang machen. Ach so, dann mach. Ich dachte, die gehen nicht dran. Ich dachte, die gehen nicht dran. Sei nicht so. Zu deiner Gebieterin. Was ist die Gebieterin? Mm-mm. Der Code. Gib mal den Code ein. Ah, der Hühnerstall ist auch freigeschnitten, ne? Habe ich dir gerade gesagt vor 10 Minuten. Ja, ich sehe das dann wieder beim Videoschneiden. Dann habe ich dir ja nicht gesagt. Hier kommt man jetzt rein. Irgendwie, ne, die Wurzel ist immer noch in der Tür reingewurzelt. Irgendwann mal mit Gummistiefel da reingehen. Aua! Da ist das Köfferchen, es hängt. Ah, im Boden. Häng dich jetzt nicht an dem Haken auf. Wollte ich mal wie ein Schweinchen? Nein. Fleischerhaken. Ach da, das muss ja auch alles mit. Alles? Nein, nicht alles, aber halt die, da sind Kosmetiksachen drin. Ja. Soll ich? Ja, trag das doch mal alles. Machst du das Schloss wieder drum gleich, wenn du fertig bist? Wir müssen die Liegestühle auch noch rausholen. Nicht so schnell, mein Junge. Oh, mit einer Hand ist es aber doof. Muss ich mal eben hier die Kamera weghängen. Oh. Jetzt bin ich so vollgepackt. Egal. So. Naja, scheint ja alles gut gegangen zu sein mit unserem Plan, den Koffer einfach hier zu lassen, damit wir nicht immer so viel hin und her schleppen müssen. Und irgendwann ist das Haus ja dann auch komplett eingerichtet und dann müssen wir gar nicht mehr packen. Hallo. Ich habe schon mein Bikini an, weil wir ja eigentlich draußen schön
spielen wollten mit Wasserpistolen und Wasserbomben und so. Das haben wir auch kurz gemacht. Es ist richtig schönes Wetter. Wir haben 30 Grad oder 35 Grad. Jetzt ist hier halt diese Party. Das ist so eine Abschlussparty von der Schule. Und die sind zu uns gekommen und haben gesagt, ja, ihr könnt gerne mitfeiern, wenn ihr möchtet. Also voll nett sind die. Aber ja, wir gehen jetzt zum Grillen gleich und die haben auch einen Pool, wo wir grillen gehen. Und jetzt haben wir uns entschlossen, dass wir einfach jetzt schon grillen gehen und dann da halt auch den Pool nutzen können und hier nicht bei Fremden die Party crashen, weil wir halt Fremde sind. Da sind jetzt so 20 Personen oder so. Und ja, da das ein Privathaushalt ist mit Pool, wo wir jetzt hingehen, werde ich die Kamera hier lassen. Und das Video jetzt hier beenden und mich für heute verabschieden. Also, ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen in Ungarn. Tschüss!